Ja, ich zeige 30 kleinformatige Arbeiten auf handgeschöpftem Papier und Collagen. Das sind Arbeiten, die ich zum Thema die Farben eines Tages am Meer gemacht habe. Und das sind Musterpapiere von einer Papierwerkstatt, die ich so passend zum Thema auch fand, also dieses kleinformatige. Ja, ich habe sie also dafür gemacht. Die Philosophie jetzt insgesamt in meinen Arbeiten und auch zu diesem, in dieser Serie sind, ist eigentlich eine Balance zu finden, auch zwischen unfertigem und fragilem, manchmal auch groben, aber dann auch verbunden mit einer Leichtigkeit und einer Schönheit. Also dass da so eine ausbalancierte Leichtigkeit eigentlich rüberkommt. Ja, ich denk an zeitgenössische Kunst, die oft in Kunsthallen ausgestellt wird, aber letztendlich auch an meine Kindheit. Die war auch mitgeprägt durch die Kunsthalle Rostock. Ja, mein Vater hatte die Kunsthalle gegründet und letztendlich haben wir viel Zeit dort verbracht, meine Familie und ich. Und das war für mich auch wunderbar, in diesen großen Räumen zu sein und die Kunst zu sehen. Hat mich geprägt. Ja, ich für mich zum Beispiel ist eben Kunst einfach nicht nur als Beruf jetzt wichtig, sondern ich bin eben genauso berührbar auch von Kunst und gehe unheimlich gerne in Museen, in Ausstellungen und denke eben, dass das gerade in unserer heutigen Zeit ganz, ganz wichtig ist, dass es diese Möglichkeit gibt, also in Ausstellungen, Museen zu gehen, so eine Ruhepunkte zu finden und auch Orte, wo man diskutieren kann und miteinander ins Gespräch kommt und nicht nur Statements gegeneinander in den sozialen Medien zu machen. Ja, deswegen finde ich diesen Austausch auch von den Sammlungen, von den Orten sehr, sehr gut. Wie auch, ja, dass die Kunsthalle in Lübeck ihre Sammlung vorstellt oder in Berlin. Ja, ich bin auch im Netzwerk von vielen Künstlerkollegen und freue mich, dass ich jetzt zum Beispiel hier ausstellen kann und denen meine Arbeiten zeigen kann.